Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Monkey Island. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Spongebob Grande oder Spongebob Grande, den großen Spongebob. Wir wissen, dass wir die Seekuh-Wächterin zwingen können, in Anführungszeichen, indem wir ihnen ein liebestolles Männchen vormachen. Dafür müssen wir aber allerdings erstmal die Sprache der Seekuh verstehen. Das lernen wir blöderweise vom Wissenschaftler von Marquis, der uns leider irgendwie unser Händchen abpacken will, oder das hat er eigentlich schon abgehackt, den Rest von uns haben will. Deshalb, das wird ein bisschen schwierig. Außerdem brauchen wir noch die Zunge der Seekuh, ein Gerät, mit dem wir uns verständigen können. Wir wissen zumindest, dass Buckeye es nicht versteckt hat. Es muss also entweder Moose sein oder Noogie. Noogie will uns nichts verraten, solange wir ihn nicht richtig erschrecken können. Bei ihm können wir allerdings eine Kremasse ziehen. Das heißt, es müsste wahrscheinlich irgendwo eine spezielle Kremasse sein. Noose wird nichts erzählen, solange Murray da ist. Deshalb habe ich mir gedacht, wir müssen Murray einen Kopf kürzer machen. Gehen wir nochmal zu Murray hin. Santino! Allerdings können wir ihn nicht über Bord werfen. Ich werfe dich über Bord. Ja, versuch es nur mit deinen Wurstfingern. Oh. Dementsprechend können wir ihn auch nicht Kiel holen. Also ist er komplett nutzlos eigentlich. Du bist nutzlos. Es wäre jetzt praktisch, wenn wir ein Schwert hätten, um ihn Kopfköpfe zu machen. Wir sprechen uns später. Fort mit dir, Unterdrücker! Und das einzigste Schwert, was wir kennen, hat Morgan Le Fay. Also fragen wir mal. Hey Mo! Kann ich kurz dein Schwert borgen? Kann ich mir kurz dein Schwert borgen? Aber nur kurz. Danke. So, kleiner Murray. Was machen wir? Wir machen ein Schwert und Murray. So, Kopf kürzer. Tut mir leid, dass es so weit kommen musste. Der Ort der Zunge der Seekuh. Wo ist er? Oder einer von euch wird nie wieder einen Modisten brauchen. Einen Modisten? Einen Hutmacher. Ich habe die Absicht, einen der Herren zu köpfen. Dazu fehlt dir der Mumm. Ach, wirklich? Mit deiner scharfen, blanken Stange machst du mir keine Angst, mickriger Sterblicher. Ich bin Santino, der unbestreitbare dämonische Schädel, und ich werde... Tschüss! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Mann! Was? Was ist passiert? Wir können nicht mehr sehen! Er hat das getan! Er ist verrückter als ein Sack voller Aale, Mann! Was hat er getan? Santino ist tot! Ah! Tu niemand mehr etwas! Ich werde reden! Los! Ich hatte sie nicht! Das ist alles, woran ich mich erinnern kann! Verzeih, dass ich deinem von Galle verseuchten Gedächtnis wenig Vertrauen schenke. Ich hatte sie nicht, Bruder. Er sagt die Wahrheit. Oder zumindest glaubt er das. Also gut, wer ist der Nächste? Gut, dann bleibt nur noch Noggi übrig. Wir müssen mit Noggi ein bisschen auf Tuchfühlung gehen. Ich muss jetzt alles wissen. Von mir erfährst du nichts. Zunge der Seekuh, fang an zu reden. Ich habe gerade jemanden getötet. Zunge der Seekuh, so. Wer hatte sie? Die wirst du niemals finden, du Verräter! Okay, jetzt reicht's. Na, jetzt reicht's. Können wir den auch enthaupten? En garde, Noogie. Meine Mutter sagte immer, ich solle meine Worte nutzen. Oder zumindest nicht auf einen ausgemachten Mord zurückgreifen. Okay, dann müssen wir hier wohl ein bisschen untersuchen. Wobei, Moose, vielleicht kannst du mir ein paar Informationen geben. Erzähl mir noch mehr. Erzähl mir noch mehr. Ich hab dir schon alles gesagt, was ich weiß, Bruder. Ich kann nicht fassen. Tut mir leid um deinen Freund. Tut mir leid um deinen Freund. Uncool, Bruder. Das war total uncool. Okay, wir machen es auch wie auch immer. Bis später. Vielleicht hat Morgan Le Fay ja ein paar Informationen von ihm. Schließlich waren die ja mal ein paar. Hey, diese Meuterer wissen etwas. Diese Meuterer wissen etwas. Ich hab Mittel, sie zum Reden zu bringen. Das glaube ich dir auf Anhieb. Aber weißt du was? Ich glaube, ich mach das schon. Ach ja? Ja. Nee. Du arbeitest doch für The Singer. Wie kann ich wieder nach Flotsam kommen? Du arbeitest doch für The Singe. Wie kann ich wieder nach Flotsam kommen? Er muss mir beibringen, wie man Seekühe versteht. Wenn du dich noch einmal nach Flotsam Island wagst, wirst du möglicherweise seziert.
Das ist deutlich. Hast du dir schon mal überlegt, eine Karriere bei der Handelskammer zu starten? Dorthin zu segeln scheidet also aus? Verlieren Sie Ihr Herz an Flotsam Island und Ihre Milz gleich dazu. Du musst irgendwie nach Flotsam kommen, ohne wirklich auf Flotsam zu sein. Hey, das hört sich aber stark nach einem Rätsel an. Du scheinst an meiner Masche Gefallen zu finden. Gut, ja. Ja. Weißt du etwas über den Gesang der Seekühe? Komm, weißt gib's du raus. Etwas über den Gesang der Seekühe? Nee, ich kann mich nur wenig mit Affen verständigen. Was? Affen? Okay. Ich glaube, ich hab's kapiert. Gut, danke. So, da kommen wir auch nicht weiter. Aber vielleicht, vielleicht hat ja hier Dekava einen Tipp für uns. Oh, da haben wir ja Medaillon. Dekavas Medaillon. Ein Voodoo-Schmuckstück oder eine in Folie gehüllte Nascherei mit Nougat-Füllung? Schauen Sie es sich ruhig an, aber nehmen Sie es nicht. Okay, was passiert denn, wenn wir hier draufklicken? Das habe ich noch nie zuvor bemerkt. Ich frage mich, was es bewirkt. Guybrush, fusch nicht an den Voodoo-Kräften dieses Medaillons herum. Das letzte Mal, als du mit den Kräften des Voodoo tricksen wolltest, hast du irrsinnigerweise die Kräfte des... Ah, ich glaube, wir haben da gleich eine Rätselfüllung. Okay, damit kommen wir nachher weiter. Dann hier nochmal... Was ist denn, Matrose? Ja. Woran arbeitest du da? Also, was machst du gerade? Ich arbeite... An? Plan B. Oh, gute Idee. Gut. Baby, besserer Plan? Ich kann es nicht erwarten, La Esponja Grande zu bekommen. Was? Warum interessieren Sie sich für La Esponja? Ich möchte gute Zensuren haben, wenn die Beurteilung der Besatzungsmitglieder ansteht. Ah, na dann. Morgan hat einen Plan, wie man das Leviathan Haar wird. Morgan glaubt, der Leviathan braucht nur ein Männchen, das sich nicht unterkriegen lässt. Wohlan, Cyrano! Lernen Sie Ihren Gesang zu verstehen und finden Sie die Zunge der Seku. Dann muss ich wohl nur einen passenden Verehrer finden. Ja, das war ja einfach gut. Gibt es einen Wissenschaftler auf Flotsam, der die Sprache der Seekühe versteht? Du hast gesagt, dass es auf Flotsam einen Wissenschaftler gibt, der den Seekuh-Gesang versteht? Ja, Santino lernt ihn von ihm. Allerdings wünsche ich viel Glück bei der Reise nach Flotsam. Ich werde diesen Ort nicht mehr verlassen, bis La Esponja Grande in meinen Händen ist. In meinen Händen, mein Sohn. Verleiht mir die Zunge der Seekuh die Fähigkeit, mich mit ihnen zu unterhalten? Wie war das nochmal mit dem Seekuh Tongus Maximus? Mit diesem Gerät können Sie Ihre Lieder singen. Wie ich sagte, ich weiß nicht mehr, welches Besatzungsmitglied ich bat, es zu beschützen. Okay, in Ordnung, das reicht, danke. In Ordnung, das reicht. Wie es Ihnen beliebt. Gut, damit Aktenruhe. Ach, da haben wir auch was. Kann ich mir deine Akten anschauen? Als vertrauenswürdiges Crewmitglied gibt es nichts, das ich nicht mit Ihnen teilen würde. Wirklich? Na, nur so. Ah, das ist ja mal... Aber wir haben hier eine Akte über Guybrush. Guck mal gleich an. Profil der Besatzung. Name Guybrush Threepwood. Kompetenz Beleidigungsfechten. Vorliebe vergrabene Schätze. Größte Angst, eigene Handlungen nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Unterwäsche, frisch gebügelte Plüderhosen. Notiz des Captains, ein Auge auf ihn werfen. Danke. Dann... Mugi. Sieht ja komisch aus. Mugi, Kompetenz, Schlagzeug. Vorliebe, Leder. Größte Angst, Schwester Agnes. Porträtfoto angefangen. Ah, okay. Ich glaube, das können wir nachmachen irgendwie. Jetzt müssen wir nur wissen, wie das genau aussieht. Unterwäsche, Slip. Notiz des Captains, nicht sehr nützlich. Okay, das heißt, wir müssen das da kurz abnehmen. Wow, schau dir die Visage von der Nonne an. Okay, das sieht schielend aus. Und grinsend. Und störender Form. Okay. Santiago.
Name Santiano, aka Sea Santastico. The Sandman, Tino, T-Bird, Sir Santiano, the Duke of Triumph. Kompetenz, Schwertkampf, Schlierkampf, Konditor, Sporttaucher, Heiratsvermittlung, Schatzsucher, die Sprache der Riesenseekühe, Kreuzstich, Vorlieben, Santino sein. Größte Angst, äußerst angstfrei. Unterwäsche, oh, natural. Notiz vergessen, was für ein Kerl. Moose. Name M. Musashi. Kompetenz, Freizeit. Vorliebe, 1A Talent. Größte Angst, Ärger. Unterwäsche, alles ist gut. Notiz des Captains, fragwürdige Arbeitseinstellung. Ungewöhnlicher Geruch. Und Buckeye. Kompetenz, Faustkämpfer. Vorliebe, das Blut von Tyrannen. Größte Angst, das Leben nicht leben. Unterwäsche, Boxershorts. Notiz des Captains, etwas mürrisch. So, wir gucken uns jetzt nochmal die Nonne an. Okay, schielendes Auge. Das kriegen wir doch irgendwie hin. Wow, schau dir die Visage von der Nonne an. Okay. So. Hier. Achso, ich muss ja wieder... Ist ja kein klassisches Pod. Ich muss ja immer mit der Maus, mit den Pfeiltasten schauen. So. Nugi, Nugi, Nugi. Hier bin ich. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Ich muss jetzt alles wissen. Von mir erfährst du nichts. Okay. Arr. Also. Sind Fischaugen? Nein, keine Fischaugen. Nein. Ja, das sieht unterschiedlich aus. Nee, das hier sieht gut aus. Dann stinken. Vermummt. Genervt. Widerwärtig. Vermummt. Vermummt, glaube ich, war es. Und jetzt noch Fiesling. Affe. Tiere. Alter Knacker. Los! Du kannst mich nicht einschüchtern! Okay, das war es noch nicht ganz. Dann war das die Stirn wahrscheinlich noch falsch. Also die Augen und der alte Knacker, der waren richtig. Was war das jetzt nochmal? Strabismus? Nee, Schielen? Fischaugen? Nein, Fischiert, genau. Dann probieren wir stinken. Ja, los. Du! Nein. Du kannst mich nicht einschüchtern! Ich glaube, das war auch auf einer geraden Ebene. Also mal Ski. Nein. Fischauge. Nein. Strabismus? Nein. Frisiert. Alter Knacker. Hatte ich vermummt schon oder hatte ich wieder Werfen? Du kannst mich nicht einschüchtern! Dann probieren wir jetzt vermummt. Nee, für Wiederwerfen. Hier kann. Hier. Hier. Problem ist, der hält die Augen jetzt nicht. Achso. Wir brauchen irgendwas, was die Augen aufmacht. Okay, schielen vielleicht dann. Nochmal. Nervt. Alter Knacker. So, los. Nein. Du kannst mich nicht einschüchtern. Das war schon dieser frustrierte. Also frisiert. Oh, stinkend. Nein. Vermummt. Nein. Widerwärtig? Nein. Genervt. Alter Knacker. So, jetzt das. Du kannst mich nicht einschüchtern. Okay, jetzt reicht's. Wir gehen nochmal nach oben. Ja, jetzt reicht's. Und schauen uns nochmal das genauer an. Besatzungsmitglied, vielleicht helfen Ihnen ein paar Informationen in meinen Akten. Kommunizieren Sie mit unseren meuternden Freunden. Ja, mach's gut. Nochmal Nugi. Also. Ach, die sind gar nicht auf einer Ebene, sind die Verschwollenen. Okay. Okay, wir haben's.
das kriegen wir hin. Gar kein Problem. Komm. So, Nugi, jetzt bist du dran. Ich muss jetzt alles wissen. Von mir erfährst du nichts. Ach. Okay. Das hier, dann ein frisiert und alter Knacker. Los. Du kannst mich nicht einschüchtern. Okay, vielleicht war es dann doch nicht richtig. Also nochmal stinkend. Alter Knacker, da bin ich sicher. Aber das ist die Augen nicht ganz richtig. Probier es nochmal so aus. Los. Du kannst mich nicht einschüchtern! Jetzt reizt mir aber. Arr. Auf Strobismus. Dann der hier. Das muss doch der alte Knacker sein. Probieren wir den hier nochmal. Du kannst mich nicht einschüchtern. Okay, jetzt reicht's. Wir gucken uns das nochmal an. Jetzt reicht's. Also ich guck's mir jetzt in der Pause nochmal genauer an und ich sag jetzt erstmal danke, dass ihr zugeschaut habt und bis gleich.